Moin moin miteinander und willkommen zu Neverwinter, zur Foundry Finster. So, das ist bereits die vierte Folge. Sind das Gegner oder... Ja, es sind Gegner. Dann mal los, ne? Zermalme! Nix hier, Zermalme! So, mit irgendjemandem müssen wir doch noch reden, ne? Oder ist der über uns? Wahrscheinlich über uns. Ah! Ah! Eine ganz, ganz kleine Treppe. Wo sind meine Leute? Hallo? Wo sind meine Leute? Okay. Keine Ahnung, wo die jetzt abgeblieben sind. Dann müssen wir halt alleine weiter. So. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Hostilgatoren. Abtrünniger Folterer. Katapult mit irgendwas drauf. Irgendwas Fieses. Na gut, mit dem kann ich nicht reden. Das heißt... Ach, Moment mal. Moment mal. Zugkette. Quietsch! Na toll. Ich wollte nicht... Ich wollte zuerst das Gefängnis. So. Wenn hier, ach nee, das ist gar kein Katapult. Hier werden Leute gefoltert. Ach Mensch. So, hier können wir uns ein bisschen ausruhen. Tada! So. Hier ist ein Gefangener, ein Drohgefangene. Und ein toter Gefangener scheinbar. So, zack, erzähl mal, kleine Drow. Warum bist du hier gefangen? Es ist den Illithiden nicht gelungen, mich vollständig zu kontrollieren. Sie haben mich hier reingesteckt, um mich zu schwächen. Aber ich bin noch stark genug. Dann könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich find's sehr gut. Ich find's sowieso hier so viel gut bei der Foundry. Also natürlich könnte man die Wände noch ein bisschen schmücken, etc., aber... Im Grunde genommen, also die Art und Weise, dass man sich hier so seinen kleinen Trupp zusammenbaut, man immer größer wird und schlagkräftiger. Ich hab dich doch benommen gemacht. So, schnell weg mit dir. Finde ich schon klasse. Wie man so Stückchen für Stückchen für Stückchen... Boah, krass. Ist das jetzt hier eine... fiese Giftwolke? Oder einfach nur... Ich weiß es nicht. Okay, da kann ich nochmal reden. Ach, das sind ja diese... diese fiesen... Das sieht doch aus wie diese Brutkästen. Hier sind überall Gehirne. Oder, ach nee, das ist dieser, das Ding, was diese Umwandlung macht, ne? Na, whatever. So, Leute, kommt mal alle hierher. Hier müssen wir hin. So, hops. Hops mal hier hin.
So, wird das der Endkampf sein? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber könnte sein, weil da ja bereits dieses Portal ist. Ein Drachenskelett? Also wirklich, hier war jemand echt kreativ. Hier wurde ja echt alles eingebaut, was so grafisch geht. Einfach ein bisschen gedreht und hier und da und pipapo. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht auf dem Turm noch irgendwie einen Kampf haben werden. So, was ist das? Nix. So, und du bist... Abtrünniger Anführer. Okay. Der Anführer. Sprechen wir mal mit dem Anführer. Na komm schon. Ich würde gern in sein Gesicht gucken. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Für ein unbedeutendes Insekt bist du aber weit gekommen. Schade, dass deine Muskeln oder deine magischen Fähigkeiten deine Stärken sind. Schade, dass deine Muskeln oder deine magischen Fähigkeiten deine Stärken sind. Also nicht meine geistigen. Hätte doch auch nur dein Gehirn diese überragenden Fähigkeiten, dann wärst du von echtem Nutzen von uns. So aber bist du dem Tode geweiht. Ich werde euch vernichten! Mit meiner Armee! Dang, dang. So, ach nee, jetzt ist er weg. Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Das war ja mal schade. Ja, ich habe das ein bisschen zu einfach genommen gerade. Ich dachte mir so, oh, es wird schon. Aber das Ganze hat doch... Meine Truppe ist leider gestorben. Schade, ich hätte sie gerne am Leben gehabt am Ende. Aber dazu hätte ich den Kampf einfach anders führen müssen. Mit bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Bisschen mehr Ernsthaftigkeit, dann wären die viel schneller down gegangen und dann hätten meine Leute auch überlebt. Meine armen Leute. So, ah, da bist du ja. Ich wette, der wird uns jetzt auch angreifen. Wollen wir wetten? Danke. Ab nun übernehmen wir den Rest. Für heute bist du und deine Familie frei. Da hinten steht eine Kiste mit Plunder. Nimm dir daraus, was du willst, und dann verschwinde durch das Portal. Wir werden uns wiedersehen. Ich hoffe wirklich, dass wir uns hier wiedersehen. Also die Foundry hat mir richtig Spaß gemacht. Muss ich sagen. Und, also wenn das mal nicht nach einem Finster Teil 2 schreit. Also ganz ehrlich. Bitte, bitte. Finster Teil 2. Ich hätte es gern. So, hier nochmal ein bisschen. Zack. Na, okay, wie bei Foundries üblich, die Belohnung ist nicht wirklich... Ist nicht wirklich toll, aber egal. Und Bewertung gibt es natürlich auch von mir. Ich würde mal sagen, ganze 5 Punkte. 5 Punkte? Ah, 5 Punkte. Und wenn ich 5 Punkte vergebe, vergebe ich auch maximal Trinkgeld. Tags. Was für Tags? Kampffokus. Naja, wenn man Kampffokus haben möchte, hätte man ihn. Ich würde mal sagen, Geschichtenfokus. Herausfordernd. Also für mich war sie jetzt nicht herausfordernd. Ein Geschichtenfokus gebe ich ihr mal, weil ich die Geschichte gut fand. Wissen, Erkundung, ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Humor, ungewöhnlich auf jeden Fall. Einzelspieler freundlich. Gruppenfreundlich bestimmt auch. Rollenspiel war ein bisschen dabei, ne? Aber zu wenig, um Rollenspiel zu geben. Puzzle? Hm, ja, nein, eigentlich eher nicht.
Einstellbare Schwierigkeit. Ja. Natürlich dadurch, dass man am Anfang wählen kann, ob man schleichen oder kämpfen möchte, ne? Ich sag mal ja. Ereignisreich auch. Nein, ja, Also Überraschungen gab es nicht so viele, ne? Also doch nicht. So. Okay, das ist meine Bewertung. Wie gesagt, so... von meiner Seite aus kann ich Finster nur empfehlen. Ne, Dawn 70, super gemacht. Und ich würde mir sehr gern wünschen, ein Finster 2 zu spielen. Ich empfehle diese Foundry auf jeden Fall für jeden. Ich werde sie bestimmt nochmal spielen, dann mit Kampffokus und einfach mal gucken, wie hart die Kämpfe so sind, die man dann so durchführt. Ja, von meiner Seite aus war's das jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald. Spielt diese Foundry.